Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit dem ersten Foot vs. Spieler und zwar Feuer Christian Pulisic. Man kann sich da zwischen zwei Varianten entscheiden und das zeige ich euch ganz kurz. So, da haben wir halt auf jeden Fall jetzt die Wahl. Der ist mit 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß und der ist mit 4 Sterne Spezialbewegung und 5 Sterne schwacher Fuß und für den werden wir uns auch entscheiden. Gut, schauen wir uns die Karte genauer an. 1,77 ist er groß, hat Mittel-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts. Und ich habe mich, wie gesagt, für die Weakfoot-Variante entschieden. Mit 5 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Spezialbewegungen. Ist Amerikaner, spielt bei Chelsea. Das heißt, man ist eigentlich eher so auf die Premier League bzw. auf die Links mit Amerikanern gebunden. Und ich habe mir gedacht, ich werde den heute als Stürmer spielen. Und dazu werden wir ihm jetzt noch schnell einen Hawk-Chemistry-Style verpassen. Mit dem Hawk geht sein Antritt auf 99, die Sprintgeschwindigkeit auf 96, das Stellungsspiel auf 99, der Abschluss geht auf 92, die Schusskraft auf 99. Die Weitschüsse, die sind mit 68 relativ schlecht, gehen auf 78. Dazu der 83 Volleys und die Elfmeter gehen auf 77. Also Weitschüsse, Volleys, Elfmeter, bisschen kritisch. Beim Passspiel hat er 85 Übersicht, 79 Flanken, 62 Freistoßpräzision, 82 kurzer Pass, 63 langer Pass und 74 Effet. Da muss ich sagen, das war auch die Entscheidung für mich, dass ich den im Sturm spielen möchte, weil ich finde die Passwerte echt nicht gut, auch wenn die Weitschusswerte da auch eigentlich nicht das Gelbe vom Ei sind, sagen wir es mal so. Aber ich finde, den kann man mit diesen Passwerten sehr, sehr schwer als ZM spielen. Und am Flügel finde ich die Werte eigentlich auch schon nicht mehr so krass, um ehrlich zu sein. Dafür hat er beim Dribbling 91 Beweglichkeit, 92 Balance, 82 Reaktion, 89 Ballkontrolle, 92 Dribbling und 84 Ruhe. Das sind relativ stabile Werte. Noch dazu hat er einen Lean Body Type. Wir werden uns das dann in-game anschauen. Er hat eigentlich keine besonderen Defensivwerte. Die Sprungkraft ist mit 96 relativ gut, dafür eine relativ schlechte Kopfballpräzision. Auch die Ausdauer könnte mit 82 ein bisschen höher sein. Und Stärke mit 59 geht jetzt auf 64 hoch, das ist einigermaßen okay. Dafür nur 49 Aggressivität, das pushen wir ihm auf 59. Spielereigenschaften hat er eigentlich keine, außer anfällig für Verletzungen und den Tempodribbler für die CPU. Also schauen wir mal, wie sich der im Sturm bei uns schlagen wird. Wenn er nach 2-3 Games wirklich nicht liefert, dann probieren wir ihn vielleicht auch noch am Flügel. Auf jeden Fall spielen wir ihn heute in diesem Team. Ich habe ihn dann mit Kai Havertz gelinkt, der wird ZM spielen. Kanté und Renato auf der Doppel-6. Mbappé, der wird ein bisschen am Flügel heute aushelfen müssen, beziehungsweise in der engen Raute als zweiter Stürmer. Gelson Martins für den Flügel, beziehungsweise fürs Mittelfeld, weil der kann defensiv auch ein bisschen. Hinten haben wir dann mit Atal und mit Thiago Diallo unser Verteidiger-Duo auf der rechten Seite aus der Ligue 1 im Tor Peter Cech. Und dann spiele ich da heute mal mit Süle und ebenfalls mit dieser Versus-Karte von Nico Schulz. Und wir spielen Weekend League. Dann würde ich sagen, wir starten rein und schauen uns Pulisic genauer an. So, unser erster Gegner ist da. Ein paar Franzosen wieder am Start. Wie könnte es anders sein? So, schauen wir uns da Pulisic mal ein bisschen an. Vielleicht können wir da das Dribbling testen. Das ist Wahnsinn, wie der reingehen kann mit diesem Ripart. Ja, den Kopfball, den bekommt er da leider nicht. Schade. Ja, schön darüber gelaufen von Pulisic, aber ich befürchte, ja, das wird nichts. Ja, das ist nicht schlecht freigelaufen, finde ich. Finde ich ein bisschen langsam vom Antritt, da in der Situation zumindest. Ganz komisch, wie er da hingeht, finde ich. Ich weiß es nicht. Es liegt vielleicht auch an der Verbindung, aber... Ey, den kann man aber auch mal machen. Den muss man eigentlich machen. Ja, Pulisic geht da jetzt raus am Flügel. Aber das meine ich. Ich finde sein Tempo nicht so krass. Also gegen Kunde, der holt da nicht viel raus. Pulisic einfach irgendwo da am Flügel draußen gewesen. Ich weiß es nicht, warum. Warum sind da rauszieht als Stürmer. Gut, ganz, ganz eigenartiges Spiel. Wir hatten zwei Schüsse mit 100% Schussgenauigkeit von Pulisic, aber man merkt irgendwie, dass er immer so rauszieht. Ich werde jetzt nochmal umstellen, dass ich dem auf jeden Fall die Anweisung gebe, dass er sich zentral orientieren soll, weil ich möchte den nicht unbedingt immer auf den Flügeln sehen, so wie er es da jetzt gemacht hat. Generell ein bisschen passiv gewesen. Spiel war auch
bisschen komisch, muss man auch fairerweise dazu sagen. Wir gehen ins nächste Game. Und bisschen komisch, das meine ich damit, dass das Spiel ein bisschen komisch war. 4,2 erwartete Tore für mich, der Gegner gewinnt 1:4 mit 2,4 erwarteten Toren. Ja, das ist halt FIFA 22 in a nutshell. Gut, unser nächster Gegner mit CR7, mit einem roten Messi, auch mal nicht reingelackt. Neymar hat am Start, ja, cooles Team eigentlich. Zieh mal ab, Pulisic. Schieß mal einfach mal 5 Sterne schwacher Fuß. Ja, es hat zu lange gedauert, hat man auch gesehen. Wie er den Schuss gemacht hat, war Kunde schon am Ball. Obwohl er jetzt zentral orientiert hat, immer wieder so auf die Seite raus. Schau dir das an, wie beweglich dieser Kimpembe ist. Das ist Wahnsinn. Das muss doch ein Elfmeter sein, oder? Jo, Laufduell gegen Marquinhos auch nicht gewonnen. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine Vorlage mal von Pulisic. Gut, wir müssen in der Verlängerung. 4:4 steht's. Schauen wir mal. Ist sehr, sehr schwitzig. 72 Fitness bei Pulisic. Das deutet darauf hin, dass er nicht viel gelaufen ist, um ehrlich zu sein, weil der hat 81 Ausdauer oder 82. Ah, Pulisic auf Mbappé. Yes, Vorlage. Es hat sehr lang gedauert wieder. Gut, Pulisic hat zumindest 2 Vorlagen gemacht als Stürmer. Ich habe 5 Tore immerhin geschossen. Da kann man mal 2 Vorlagen machen als Stürmer, als Einzelstürmer für eine Halbzeit und dann im Doppelsturm mit Mbappé. Aber Mbappé hat Gott sei Dank rasiert. Ein Schuss als Stürmer, 100% Schussgenauigkeit, okay. 14 Pässe, die haben gut funktioniert, 16 Dribblings mit 63% Erfolgsquote. Fühlt sich auch ehrlich gesagt nicht sehr gut an. Ich probiere jetzt noch ein Game mit ihm als Stürmer und dann schauen wir, ob wir ihn vielleicht noch am Flügel testen. Gut, unser nächster Gegner, ja, auch kein schlechtes Team, würde ich mal sagen. Sehr offensiv. Es soll nicht gelingen mit Pulisic. Schön freigelaufen eigentlich. Ja, man muss fast schon direkt drauf schießen. Ihr seht eh oben das Verbindungszeichen auch wieder aufgeleuchtet. So wie fast in jedem Spiel. Perfekte Server wieder am Start. Okay, kein Freistoß. Hey, das gibt's nicht. Er will nicht treffen bei mir. Der Holperball, Alter, ist schon wieder da. Oh, den Kopfball macht er auch nicht, Pulisic, was ist denn los? Ja, endlich, Pulisic trifft. So schaut er halt aus, der Pulisic. Also wenn da wer von hinten so kommt, durchsetzen, so lala. Boah, der Direktschuss, was war denn das für ein Roller? Yes, Pulisic dann noch im Konter. Komm, ich will den Torjubel sehen. Da macht er ihn endlich. Na gut. Satter Schuss dann. Gut, jetzt hat er endlich mal geliefert als Stürmer. Ich habe das ganze Spiel über mit dieser 4-2-3-1 gespielt, mit ihm als Einzelstürmer. 9 Schüsse hat es gebraucht, beziehungsweise ich glaube 8 Schüsse jetzt gebraucht, bis er sein Tor gemacht hat. 67% Schussgenauigkeit. 63% Passgenauigkeit und 68% Dribbling-Erfolgsquote. Die Werte sind halt nicht so gut, aber ja, er hat 2 Tore gemacht. Wir machen noch ein letztes Game mit ihm. Gut, der hat ein krasses Team. Schauen wir mal, ob der gegen uns spielt, aber ich denke mal ja. Ja, und das meine ich, da fehlt ihm halt irgendwie das Tempo, finde ich. Ja, schlecht erwischt leider. Ja, schade, gut freigelaufen. Und dann der Doppelblock. Ja, gut, ich komme da auch nicht durch, da sind so viele Leute. Und was war denn das? Yes, Pulisic. Schöne Bude da jetzt noch. Der Heber war wirklich gut von ihm. Schau, ich drücke auf Passen, er macht's nicht. Das Spiel ist so verzögert, Alter.
Ja, es dauert leider so lange. Ich lasse euch drinnen, aber schade um diese Chance. Gut, im letzten Spiel Pulisic nochmal mit einem Tor. 6 Schüsse, 50% Schussgenauigkeit. Ja, ich weiß nicht, aus 6 Schüssen ein Tor machen ist halt wenig. 20 Pässe, diesmal aber sogar 90%. Das ist das erste Spiel, glaube ich, mit guten Passwerten. 19 Dribblings, wieder nur 74% Dribbling-Erfolgsquote. Wir gehen ins abschließende Fazit. Und das nächste Spiel mit 3,2 erwarteten Toren für den Gegner und 4 erwarteten für mich und der Gegner gewinnt 5:2. Geht leider den ganzen Abend heute so. Gut, abschließendes Fazit mit Christian Pulisic und zwar mit seiner 5-Sterne-Schwacher-Fuß-Variante. Ihr müsst 3 Spiele abrechnen, wir haben dreimal, also zweimal hat dein Gegner gegönnt, einmal ist er bei 0:0 gleich rausgegangen am Anfang. Hat er 3 Tore gemacht und 2 Vorlagen in 4 Spiele, sind 5 Torbeteiligungen. Das ist etwas mager, wenn man bedenkt, dass ich den in 4 Spielen eigentlich, also in den 4 Spielen, die wir gemacht haben, als Stürmer gespielt habe. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Die 5 Sterne schwacher Fuß, bei mir weiß ich nicht, vielleicht war es auch teilweise meine Schuld. Die Verbindung war auch wieder mal sensationell gut, also da fehlen mir eigentlich schon wieder die Worte dafür. Ich habe euch 2-3 Szenen mit Sicherheit da drinnen gelassen, wo ihr das auch sehr gut sehen könnt. Also ich möchte mich da auch nicht immer drauf ausreden, aber es ist halt extrem schwer mit solchen Verbindungen einen Spieler ordentlich zu testen. Wie gesagt, ich finde, man hat auch gesehen, dass Mbappé im Doppelsturm in einem Spiel fast genauso viele Torbeteiligungen hatte wie er in 4 Spielen. Das spricht halt eigentlich dagegen, dass man ihn als Stürmer spielt. Für einen Flügel finde ich seine Passwerte recht schlecht eigentlich. Auch das hat man ganz gut in den Statistiken gesehen und die werden auch nicht sonderlich besser werden, wenn man ihm da einen anderen Campstyle gibt. Ein bisschen wahrscheinlich ja, aber ob er dann jetzt der krasse Flügelspieler zum Passen ist, ich weiß es nicht, weil Flanken, die braucht man sowieso ohnehin nicht allzu oft, sage ich jetzt mal. Da ist Passen viel, viel wichtiger. Vor allem, wenn man über den Flügel spielt, der lange Pass. Der Schuss, wie gesagt, ich fand den jetzt nicht super gut. Tempo fand ich nicht super gut, obwohl er 99 Antritt und 96 Sprintgeschwindigkeit hat. Auch da habe ich euch 2-3 Szenen drin gelassen. Finde ich nicht wirklich schnell. Dribbling war einigermaßen brauchbar, sagen wir so. Aber auch da hat man in den Statistiken, glaube ich, ganz gut gesehen, dass er sehr schlechte Erfolgsquote beim Dribbling hat. Er fühlt sich meiner Meinung nach nicht so beweglich und flink an. Auch da vielleicht ein anderer Campstyle. Der Schlüssel zum Erfolg, ich weiß es nicht. Körperlich kann er sich nicht wirklich durchsetzen und ich glaube, ihr hört das da auch schon raus. Ich würde diese SBC auslassen. Vielleicht ist der mit 5 Sterne Skills besser, wenn ihr Pirouetten schlagt, wenn ihr prima Ballerinas seid und gerne mit euren Spielern da irgendwie einen Skill nach den anderen abfeuert, dann ist die Variante vielleicht besser. Vielleicht auch mit einem anderen Campstyle, aber ich sag ganz ehrlich, wenn man mehr als 60.000 Coins aus seiner Tasche ausgeben muss für den, dann holt sich einfach den goldenen Sadio Mané, der ist viel, viel besser als diese Karte. Der hat zwar keine 5 Sterne schwacher Fuß, aber goldener Sadio Mané ist 1000:1, hat einen Unique Body Type, viel besser als diese Karte. Ich, wie gesagt, würde die SBC an eurer Stelle auslassen. Es werden so viele SBCs kommen in den nächsten Tagen, da lohnt sich's nicht unbedingt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, auch wenn es heute verbindungstechnisch und vielleicht auch von spielerischen her nicht so toll war, aber wir haben einige Tore gemacht, wo er oft nicht beteiligt war. Ne? Also das sagt eigentlich alles über die Karte im Sturm oder in der Offensive aus. Ein besserer Ergänzungsspieler für mich. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren, gerne auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen, gerne auch auf TikTok und dann sage ich danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.